gemerkt, dass in letzter Zeit immer mehr unserer Freunde dem merkwürdigen neumodischen Trend folgen, ihr Studium zu beenden. Das Kabarett hat auch einige Leute daran verloren. Denen wollen wir heute dieses Lied widmen. Keiner zieht mehr mit mir los, ich war ewig nicht mehr blau. Nein, ich kann heute leider nicht, weil ich muss morgen so früh raus. Und jetzt stehe ich da mit meinem Examen in meiner Hand. Und ich würde so gerne immer noch Student sein. Kein Schlafen bis 12, nein, um 4 geht mein Wecker. Con-Cola findet plötzlich auch niemand mehr lecker. Ich hatte so viel Arbeiten nie vor. Ja, eigentlich hatte ich Arbeiten nie vor. Als Student hat man es leichter. Da weiß man, was Spaß ist. Oder ein Feiertag oder eine kurze Minute frei. Ich glaube, ich mache einfach ein Zweitfach. Weil bereit bin ich so gar nicht. Und ich zögere das so lang raus, wie es irgendwie nur geht. Alle stellen weiter Fragen und erwarten noch eine Antwort. Aus Samstagabend Absturz bis Sonntagabend Tatort. Jetzt stehe ich da mit Augenringen auf Station. Doch zumindest muss ich nie wieder bei Pol sein. Yeah! Bierpong und Kicker, jetzt Golfen und Kunst. Aus Kassenlauf wurde Spaziergang mit Hund. Und alle empfehlen sich gegenseitig edle Restaurants. Dabei esse ich am allerliebsten Pommes. Als Student hat man es leichter. So viel leichter. Da weiß man noch gar nichts. Da weiß man noch gar nichts. Jetzt weiß ich zwar auch nichts, aber es wird von mir verlangt. Ich glaube, ich mache noch einen Doktor. Mit 2 Jahres Doktorarbeit. Wobei so eine Doktorarbeit ist ja eigentlich auch ganz schön viel Stress. Das vergesse ich jedes Mal. 12-Stunden-Schicht, ich bin völlig geschlaucht. Ein Powernap reicht da jetzt auch nicht mehr aus. Die habe ich früher, ehrlich gesagt, auch mal länger geschafft, als ich auf dem Tisch lag und als es noch bei Kit war. Herr Doktor, Frau Doktor, oh, kommen Sie schnell. Wir brauchen Ihr Wissen, es geht nicht mal schnell. Und das habe ich auch alles mal gehört. Aber das war halt damals kein Lernziel in meinem Erzählen. Denn als ich noch Student war, wusste ich nicht, dass es leicht war. Habe meine Zeit verschwendet. Und trotzdem noch rumgeheult. Und 2 Stunden Pause zwischen den Seminaren, wie schrecklich. Ich war auf den geilsten Partys. Und jetzt sitze ich zu Hause. Alle haben Kinder. Ich hab nicht mal eine Katze. Naja, dafür ist der Gehaltscheck. Dieser Gehaltscheck. Der ist tatsächlich ganz okay. Der ist ausgezeichnet. Jetzt gehe ich zu Vernissage. Oh, aber voll langweilig. Da gibt's so viele tolle Künstler.